Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Magischer Zeit und heute habe ich etwas Besonderes für euch und zwar ein kleines Ritual zum 14. Morgen. Also heute ist Samstag der 13. und Erzengel Kamuel und Jeremiel haben sich bei mir gemeldet, schon die Tage und mir ein kleines Meditationsritual zum Lösen von noch alten Herzblockaden, also emotionalen Themen zu lösen. Ja, da wir ja jetzt in dem 14. Februar wieder so diese ganze Herzthematik haben. Und ich merke, dass da noch ganz viel Unerlöstes ist und mitschwingt. Gerade diese Woche empfand ich als sehr herausfordernd mit emotionalen Themen, viele Schatten, Anteile und Thematiken sind wieder mal an die Oberfläche gespült worden, haben sich überall gezeigt. Es waren sehr viele Herausforderungen. Also wir werden nach wie vor auf der emotionalen Ebene stark gereinigt, ja, und wirklich mit unseren wahren Herzensthemen, Wünschen, sei das in Partnerschaften, Beziehungen zu uns selbst, für unseren beruflichen Weg, was auch immer, gereinigt und ja verbunden auch, ja, dass wir jetzt wirklich hier in die Klarheit, in die Reinheit des Herzens kommen. Und da möchte ich euch gern teilhaben lassen, was mir Kamuel und Jeremiel durchgegeben haben mit einer kleinen Botschaft. Und ich habe dazu ja ein kleines Ritual gemacht und dann kamen auch die Bachblüten, die Aktorianer sind natürlich dabei. Und ihr seht hier und auch die Klänge, ich erläutere es euch kurz, was alles dabei ist. Wir haben hier die Lebensblume, die ja alles, die höchste geometrische Form, die alles in die Vollkommenheit, in die Göttlichkeit bringt, ja, was unerlöst ist, was uns noch belastet. Hier verbinden wir uns mit dem Gitter, dem absoluten Vollkommenheitsgitter und Muster des Kosmos, der Erde, also allem, was ist, ja, der göttlichen Einheit. Und ich habe die platonischen Körper mit ausgelegt, dass ich hier ein Feld aufbauen kann. Es ist das aktorianische Heilungsherz mit dabei. Und sogar eine Sanjivini-Karte hat sich noch, wollte mit dazu, die Sava Shakti Shanti-Karte. Das sind Symbolkarten, die von einer Inderin gechannelt wurden. Das ist ein ganzes Heilsystem. Die Sai Sanjivini-Karten möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Wer dazu Fragen hat, kann mich anschreiben. Dieses Grundelement symbolisiert alles. Shakti und die Shanti, also die Friedensenergie, die göttliche Mutterenergie, Reinheit, Gesundheit, ja, Gewaltlosigkeit, also alle hohen Friedensenergien und Reinigungsenergien sind in dieser Karte mit verbunden. Und ja, ich habe noch die Bachblüten mit dazu genommen. Und zwar zeigten sich hier einmal ganz klar Star of Bethlehem. Ja, hier geht es um Heilung alter Verletzungen und Wunden. Und auf die Karte, die zeige ich euch dann nachher. Dann hat sich hier White Chestnut gezeigt für die immer wiederkehrenden Muster auch, ja, die wir tragen und immer wieder die Gedanken, die ja, uns hindern oder uns blockieren. Und so ein Gedankenkarussell bringen, wo wir vielleicht die Stimme, unsere wahre Stimme nicht mehr hören und eben immer wiederkehrende Muster auch, ja, denen wir verfallen oder die wir noch nicht so ganz aufgelöst haben, erkannt haben. Dazu zeigte sich noch die Blüte Aspen. Das ist eine Angstblüte, die Zitterpappel, also immer noch ungeklärte Ängste, die in uns sind, die verbunden sind mit diesen Herzthemen. Und Rockwater, die Heilquelle, ja, das Heilwasser, was uns auch noch mal wo Blockaden löst, Verhärtungen auch, ja, so Themen, wo wir selbst hart gegen uns sind und damit auch ja auch im Außen gegen andere
und wo wir wieder in den Fluss kommen können, wo das wegspülen kann, diese Blockaden. Ja, dazu, wie gesagt, Karmuel auf jeden Fall ist dabei. Die seht ihr hier oben, die Karmuel-Therapiekarten aus dem Set und sogar Erzengel Michael. Und mir ist klar, Michael löst ja die karmischen Bänder, ja, die alten Verstrickungen und ja, unguten Themen können wir mit Erzengel Michael dann transformieren, auflösen und eben Bänder durchtrennen. Ganz klar, das war das Bild, was mir gezeigt wurde, um das es eigentlich geht in dieser Meditation von Erzengel Karmuel und Jeremiel. Karmuel symbolisiert ja immer dieses rosa Licht und wir haben hier im Hintergrund etwas Violett und Blau. Und diese Wellen, diese violetten Wellen symbolisieren Erzengel Jeremiel, der jetzt hier unsere Herzthemen damit reinigt und durchflutet. Ja? Also dieses Bild, diese Energie ist dann das eigentlich das zentrale Thema. Und die Herzpyramide ist mit dabei und die arcturianische Heilkarte. Ja, die Heilung schlechthin. Ja, mit dem Code auch hinten drauf. Aber das gehen wir dann während der Meditation, dem Ritual dann alles durch. Nur, dass ihr mal so wisst, um was es so geht und was die einzelnen Sachen bedeuten. Die Klanggabeln setze ich noch ein. Venus und die Om-Gabel beide zusammen. Om ist ja der Jahreston und die Venusgabel, also mit dem Planetenton Venus, 221, 23 Hertz, beide zusammen lösen auch nochmal energetische Herzthemen, Selbstliebe, bedingungslose, allumfassende Liebesthemen, bringt es zusammen und löst eben auch nochmal alte Verletzungen auf. Ja, dann bitte ich euch jetzt in die Ruhe zu kommen. Atmet ein paar Mal tief ein und aus. Ihr könnt euch hinsetzen oder hinlegen. Ihr könnt euch auch eine Kerze anzünden. Dann haltet das Video kurz an. Ihr könnt euch einen Stein mit dazu nehmen. Was ihr mögt. Macht es euch bequem. Ihr könnt die Augen schließen. Erstmal dabei. Ihr könnt sie offen lassen, wie ihr wollt. Was für euch jetzt stimmig ist. Und fühlt hinein in euer Herz, was für ein Thema, vielleicht auch gerade diese Woche ganz präsent war, wo es sich nochmal im Außen gezeigt hat, wo es um Herausforderungen ging oder ja, immer so ein Muster, das immer wiederkehrt, wo man denkt, Mensch, jetzt schon wieder und das ist ja auch noch nicht ganz gelöst. Ja, schaut einfach mal rein, spürt in euch rein, welches Thema ihr jetzt da mit reinnehmen möchtet, bereinigen wollt. Dass wir morgen den 14. auch ganz in Frieden und in Herzenergie annehmen können. Ja, auch diese Liebesenergie, die morgen hereinströmt, wirklich voll und ganz annehmen können. Auch für uns selbst vor allem. Ganz stark die Selbstliebe und der Selbstwert. Ja, dann atmet tief ein und aus. Verbindet euch mit Mutter Erde und Vater Himmel. Öffnet eure Kanäle. Geht mal hinunter in euren Erdenstern. Das Erdenstern-Chakra ist das Chakra, wo wir uns jetzt verwurzeln, vererden mit dem Gitternetz der Mutter Erde und dem diamantenen Herz der Mutter Erde. Es liegt ein paar Zentimeter, 10, 20 Zentimeter unterhalb euren Füßen oder auch 30 Zentimeter. Und dann könnt ihr euren ganzen Kanal mit den Chakren hinauffahren. Euch öffnen, vorstellen, wie sich Kelche und Blüten öffnen nach oben, über euer Kronenchakra, der Seelenstern, ja, bis hin oben zum Kausalchakra und noch höher, wo ihr die Verbindung habt zu euren Sternenfamilien, zu unseren Raumbrüdern und Geschwistern, den Arcturianern, die sehr viel Christusenergie in sich tragen und damit verbunden sind.
Und mit der Quelle an sich, mit der göttlichen Quelle, mit allen Engeln und Meistern in den höheren Ebenen. Und dann atmet ein paar Mal durch euren Kanal von oben nach unten ein und aus. Lasst die Energie wieder von unten nach oben strömen. Und dann verbindet euch in eurem Herzchakra. Dieses Herzchakra ist nicht nur dieses Herzchakra auf Herzebene, sondern auch das höhere Chakra. Es liegt etwas oberhalb. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie sich dieses Chakra öffnet und vergrößert und alle Chakren beinhaltet, sodass ihr in das vereinte Chakra geht, wo alle Chakren sich mit verbinden. Und ihr seid das Zentrum. Und ich rufe Erzengel Kamuel und Jeremiel in den Raum. Und auch Erzengel Michael, der uns schützt mit dem blauen Strahl und seinem Schwert, seinem Lichtschwert. Und dann fühlt hinein in euer Herz. Und Erzengel Kamuel durchflutet uns mit dem rosa-pinkfarbenen Strahl und hüllt uns ganz ein. Er verbindet uns mit unseren Seelenfamilien und Seelenpartnern, mit allen Teilen von uns selbst. Und er hüllt uns ganz ein in diese Liebesschwingung, in diese rosa Lichtenergie. Und Erzengel Jeremiel hüllt uns ein in einen äußeren Schutzmantel mit seinem violetten Licht. Und Erzengel Jeremiel steht auch viel für die Vergangenheit. Für all den Ballast, den wir mit uns tragen in unserem Rucksack. Diese Themen, die uns noch belasten, diese Muster, diese ungelösten Herzensblockaden und Themen. Und er bittet uns jetzt, ihm alles zu übergeben. Er schickt uns violette Wellen durch diese rosafarbene Energie, durch unser vereintes Herzchakra. Durch unseren ganzen Kanal von oben nach unten und auch von rechts nach links, alle Himmelsrichtungen, alle Ebenen. Und er bittet uns jetzt, all diese alten Themen ihm zu übergeben. Ihr könnt ein Päckchen schnüren oder vielleicht tragt ihr auch einen Sack, eine Tasche, einen Koffer. Was auch immer, all das, was ihr endgültig jetzt loslassen wollt, damit ihr freien Herzens in die Liebe gehen könnt, in die bedingungslose Liebe zu euch, zu anderen, zu euren Seelenpartnern, Seelenfamilien, eure Lebensaufgabe. Packt es hinein. Lasst euch durchströmen von diesen violetten Wellen. Und gebt es ihm ab. Er nimmt es alles auf und transformiert es in den violetten Strahlen. Und atmet und spricht dabei die Affirmation für euch laut oder leise in Gedanken dreimal. Ich bin die Kraft meines Herzens und alle alten Muster der Vergangenheit lösen sich jetzt auf. Ich bin die Kraft meines Herzens und alle alten Muster der Vergangenheit lösen sich jetzt auf. Ich bin die Kraft meines Herzens
Und alle alten Muster der Vergangenheit lösen sich jetzt auf. Und atmet. Und Erzengel Michael schützt euch und schneidet euch auch frei jetzt von allen karmischen Bedingungen und Verbindungen, die euch nicht mehr zuträglich sind. Und dies wirkt jetzt auf allen Ebenen, durch alle Dimensionen, durch alle Inkarnationen hindurch. Ihr gebt nur eure Absicht, eure Intention, dass dies jetzt geschehen darf. Und so ist es. Und fühlt diese Energie und auch all die Energien der Bachblüten fließen mit hinein. Und auch die Energie der Arcturianer, der Heilung. Sie sind auch anwesend und lassen ihre heilenden Energien in einem Kreis um uns alle herum mit hineinfließen. Vielleicht hört ihr ein Lied, ein Summen. Sie singen für uns heilende Töne und wiegen uns in diesem Klangfeld, in diesem Klang- und Heilungsfeld, damit jetzt die Heilung geschehen darf. Und hört, lauscht in euer Herz den Tönen der Arcturianer und der Engel. Lasse nun diesen Code der Heilung in uns alle hineinfließen. Jede Zelle in die DNA, unser gesamtes Bewusstsein. Dieser Code der Heilung jetzt verankert. Ihr könnt jetzt Wärme verspüren, Hitze, Kälte. Lasst alles zu und durch euch fließen. Erzähler Michael und Jeremiel nehmen alles auf und transformieren es. Ihr seid eingehüllt in der rosa Strahlung. Alles Alte darf jetzt gehen. Die heiligen Klänge dringen jetzt ein. In euer Herzfeld. Lasst geschehen, was jetzt geschehen mag. Haltet nichts mehr fest.
Und atmet diese Töne tief ein und aus. Lasst sie durchdringen euch, euer Feld. Und ihr spürt jetzt schon, wie alles viel leichter wird. Die heilenden Energien der Bachblüten fließen mit ein. Star auf Bethlehem fließt jetzt mit ein und bringt die Botschaft: Meine Seele findet Trost im göttlichen Licht. Und White Chestnut hilft uns, mit seiner Botschaft: In mir ist Frieden. Diese Harmonie schenkt mir innere und äußere Ausgeglichenheit. Und die Bachblüte Aspen bringt uns die Botschaft: Ich kann zuversichtlich in die Zukunft blicken. Ich werde geführt. Und Rockwater bringt uns die Botschaft: Die farbige Vielfalt des Lebens ist Ausdruck schöpferischer Freude. Ich lasse diese schöpferische Freude auch durch mich strömen. Und ihr könnt noch ein wenig in diesen heilenden Schwingungen verbleiben. Schau mal, dass ihr das so ein bisschen sehen könnt, die Energien. Auch hier haben wir noch die Farben. Zugehörigen Bachblüten. Die sich hier auch mit einschwingen dürfen. Viel Grün, Violett, Türkis, Rosa natürlich, Gold. Bleibt noch ein wenig in diesen Energien, wenn ihr mögt. Lasst diese Farben und Töne noch nachwirken. Gönnt euch heute viel Ruhe nach dem Ritual. Hört vielleicht noch schöne Musik. Spürt ein bisschen nach in die Energien, was jetzt passiert ist, was sich gelöst hat. Wir danken den Engeln, den Arcturianern der geistigen Welt für ihre Hilfe. Und sie freuen sich, dass sie mit uns wirken dürfen. Sie warten immer darauf, dass wir sie bitten, uns zu helfen. Wir sind immer eingebunden in diese wundervollen, liebevollen, tragenden Energien. Und vergesst nicht, viel zu trinken, auch heute. Ich lasse jetzt auch diesen Kreis hier noch eine Weile liegen, vielleicht bis morgen, weil sich damit ja auch ein Heilungsfeld aufbaut. Und alle diese Themen hier noch nachwirken können und ihr euch das Video auch noch mal anschauen könnt. Ja, meine Lieben, dann kommt auch langsam wieder zurück
Ihr könnt auch dieses Video ja einmal bewusst anschauen oder erst einfach nur anhören und euch tragen lassen und dann nochmal es anschauen, damit ihr diese Energien und Farben und Symbole aufnehmen könnt. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ja, ich spüre, dass ganz schön viel sich transformiert hat. Mir wird dann immer ganz warm auch. Hohe Schwingungen und ich danke auch den Engeln. Alle, die jetzt dabei waren, bin ich sehr verbunden und dankbar. Und ich danke auch euch. Und wenn ihr Interesse habt an einem persönlichen Heilungsritual oder auch dieser arcturianischen Herzfeldreinigung mit eurem speziellen Thema, schreibt mich an. Freue ich mich. Bitte schreibt mich direkt über meine E-Mail-Adresse an, da anscheinend die Weiterleitung von meiner Webseite nicht so funktioniert, habe ich jetzt schon Benachrichtigungen bekommen. Also einfach direkt an meine unten genannte E-Mail-Adresse und dann schreibe ich euch auch schnellstmöglich zurück. Ja, ich freue mich für euer Dabeisein, über Feedbacks und ja, verabschiede mich und sage Tschüss und bis bald.